Zwischen lebendigem Fließen unglaubliche Stille. Dichtes, geheimnisvolles Grün. Graugrüne, autoritäre Steine. Seit mehr als 160 Jahren steht hier der Grabstein von Jeremias David Alexander Fiorino, ein bekannter Miniaturenmaler am Hofe König Antons. 96 Jahre vorher beginnt die Geschichte des alten jüdischen Friedhofs. 1751 wird den Dresdner Juden ein Stück Land an der Pulsnitzer Straße zugestanden. Davor waren ihnen Bestattungen in ganz Sachsen verboten und sie mussten ihre Toten auf dem Friedhof in Sobiedrui begraben. Doch schon 1869 beschloss man behördlich seine Schließung. Während der Zeit des Nationalsozialismus war der Friedhof von Zerstörung verschont geblieben. Zur DDR-Zeit wurde ihm keine Beachtung geschenkt. Er wurde als geschichtlich bedeutender Ort erst zum Ende des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Gemäß der jüdischen Tradition werden die Friedhöfe für die Ewigkeit angelegt und die dauerhafte Totenruhe gilt als unantastbar. Insgesamt befinden sich 1263 Gräber auf dem Friedhof, von denen rund 800 einen Grabstein besitzen. Die Vorderseiten der Steine sind Richtung Osten nach Jerusalem gewandt und mit hebräischen Schriftzügen besetzt. Als Jahreszahl für den Todestag ist oft nur die Jahreszahl der jüdischen Zeitrechnung vorhanden. Auf der Rückseite einiger Grabsteine befinden sich Inschriften in deutscher Sprache. Verschiedene Stilepochen beeinflussten die Gestaltung der Grabmale. So finden sich schwungvolle Ornamente aus Rokoko und Barock, orientalische und gotische Stile, aber auch die klaren Formen des Klassizismus. Und natürlich die jüdische Grabsymbolik. Also hier auf diesem Friedhof findet man sehr, sehr viele jüdische Symbole, die in der jüdischen Kultur verhaftet sind. Dazu gehört beispielsweise die Levitenkanne, die daran erinnert, dass die Leviten den Priestern, den Kohanim, vor dem Gottesdienst die Hände gewaschen haben. Und da sie das Wasser über die Hände gegossen haben, besteht es aus einer Kanne und einer Waschschüssel. Ein weiteres jüdisches Symbol finden wir hier unten. Das ist ein kleiner Hirsch. Und der Hirsch ist das Stammessymbol vom Stamm Naphtali. So wie wir hier zum Beispiel auch einen kleinen Wolf haben, der für den Stamm Benjamin steht. Das heißt also, wir haben hier einen etwas rätselhaften Stein, weil wir an dieser Stelle nicht genau wissen, war das nun ein Levit oder war das ein Naphtali. Möglicherweise war der Name Levi Hirsch und dann hat man sowas auch miteinander verbunden. Das ist eine Opferdose. Das kann man daran erkennen, dass es aussieht wie eine Sparbüchse. Wir haben hier oben einen Geldschlitz und hier ein Schloss. Eine Zedoke hat man Menschen mit aufs Grab gegeben, die sehr spendenfreudig gewesen sind oder viel fürs Gemeindewohl getan haben. Dafür spricht auch der Lorbeer, der auf diesem Stein zu sehen ist. Und damit haben wir eine Mischung zwischen einem nicht-jüdischen Symbol und einem wirklich jüdischen Symbol. Der älteste erhaltene jüdische Friedhof in Sachsen ist heute ein geschütztes Kulturdenkmal, dessen Pflege nur mit ehrenamtlichen Helfern möglich ist. Und das Leben pulsiert, ungeachtet aller verflogenen Geschichten. Er wird ehrenamtlich von der Hatikva e.V. betreut, die auch Führungen in regelmäßigen Abständen anbietet. Außerdem ist nach langer Arbeit ein wunderbares Buch entstanden, das bei der Hatikva oder über den Buchhandel erhältlich ist.